Hallo und herzlich willkommen hier bei mir, beim Opa Gamer, zu einer weiteren Folge Gas Station Simulator. Und es geht weiter. Hier ist eine Schlange. Warum? Weil Amelie müde ist und schlafen gegangen ist. So, dann werden wir das wohl selbst machen müssen, ne? Ja, fängt schon gut an. 3 Artikel und Mist gebaut, jawohl. Sieht's hier überhaupt aus? Ziemlich leer alles, ne? So, machen wir hier was rein. Oh, doch besser 5 Schritte gemacht. Naja, muss man ein bisschen auffüllen. Ja, genau. Ich muss mal die, wo so viele sind. Dann doch etwas. Okay. Hier machen wir mal 10, 10, 10 und nochmal 10, nochmal. Okay. Was hätten wir? Was haben wir hier? Keine Produkte. Also 5, 5. Das sieht gut aus. Von jedem etwas. Jawohl. Und da haben wir auch noch Zeugs. Ja, haben wir noch was da. Sehr schön. Brillen haben wir auch noch gehabt. Ja, ja. Ist nicht schön. So, jetzt müsste ich doch gleich mal die Tankstelle bedienen. Da stehen bestimmt auch wieder einige. Ja, ich brauche unbedingt noch eine, mindestens eine Aushilfe. Immer 2 habe für die Kasse und 2 für die Werkstatt. Da muss ich auch mal gleich hingucken gehen, ob. Ja, ich weiß. Ich tanke mal schnell. So, die abhauen. Einer ist schon weg. Nicht gut fürs Image. So, hast du noch Räder? Ja, du hast ja noch Räder. So, wie sieht es mit Spiegeln aus? Ja, oder haben wir noch 2 im Lager? Upsa. Ja, hier sind wir gut bedient. Macht dir wenig, ne? Öl. Nicht so besonders viel, was hier abgeht. Ist doch alles offen hier. Tja. So, gucken wir mal eben. Lieferung, Autoteile. 53 ist günstig. Moment, ist alles günstig hier. Batterien nicht wirklich. Nehmen wir trotzdem 6 Stück. Wow. Hatte ich da noch welche? Glaub nicht, ne? Doch, doch, hat tatsächlich noch 4. Okay, so, weiter geht's. Oh, lieber herein. Ich komme hier nicht drüber. Da hängt der Zigarettenautomat. Nee, da hängt. Ist zu dicht hier. Okay. Dann ist es halt so. Sag mal, Großeinkauf oder was?
muss ich wieder aufpassen, dass ich hier nichts rauswerfe. Ja, danke. Na. Schon Bewegung drin. Naja, wie es hier aussieht. Ja, man sieht's. Jetzt muss ich gleich mal gucken, ob ich noch kann einen Wohnwagen kaufen. Aber ich glaube, das geht erst mit der nächsten. Mit dem nächsten Level, ne? Weil die 5000 Wohnwagen. Ah doch, ich kann einen kaufen. Das ist doch gut. Dann würde ich mal gleich noch jemanden einstellen für die Kasse. Matthew oder Jan. Kasse 3. Tanken 4. Kasse 3, komm, dann mal, nehmen wir den. Hast einen Angestellten eingestellt. Dann kann der mal gleich hier tätig werden. Jan. So. Aufgabenliste. Ja, komm, bedien mal die Kasse. Soll Amelie vielleicht mal sauber machen, ne? Ja, komm, mach du mal sauber. Tanken mache ich selbst. So, jetzt habe ich ja eigentlich immer jemanden für die Kasse und immer jemanden für die Werkstatt. Dann könnte man ja eigentlich hingehen und sagen, okay, ich mache die Waschhalle wieder auf. Dann habe ich nämlich jetzt mehr Zeit, weil die will ich ja auch nach und nach irgendwann dazu bringen, dass sie als Selbstwaschanlage funktioniert, Selbstbedienung. Oh, Kraftstoffstatus ist niedrig. $2,30 ist natürlich schweineteuer. Nutzt aber nichts. Jo. Okay, dann, ich war hier am Auffüllen. Oh, hier der. Was ist denn hier los? Softdrinks. Lieferung. Produkte. Kostet es, was es wolle. So. Dann nehmen wir jetzt nur mal die günstigen. Und nochmal aufs Lager gucken. Sind wir jetzt schon drüber. Ah, guck's dir an. Was habe ich noch alles da drin? Ne? Brillen habe ich keine mehr. Habe ich doch gar nicht mehr so viel hier. Oh, Alk. Ja, Alk haben wir noch einiges. Zeitungen. Was habe ich denn hier so viel? Zigaretten haben wir ein paar. Hey, Jan, was ist denn hier los? Ah, Tankmann ist da. Yep. Na du. Ja, du nicht am Rad drehen möchtest. Oh ja. Ah, da ist der Ruck weg.
Ah, der Druck weg ist, geht hier natürlich ganz schlecht. Ah, da muss ich das machen. So, wir haben an der Kasse und an der Reinigung jemanden und haben keinen an der Werkstatt. Ich muss hier mitmachen. Amelie macht überall sauber. Nachteil ist, es räumt sie mir die Sachen weg, die ich brauche, für Dennis zu verjagen. Ja, das hier ist sehr, sehr, sehr nervig. Ich muss aber auch runter. Ja, okay. Das ist, hängt aber jetzt auch daran, dass ich runter muss für die. Ah, als allererstes muss ich die Werkstatt wieder besetzen. Ricardo. Sagen wir erstmal alle. Aufgabe: Autos reparieren. Du bist ja. Machst du irgendwas? Sehr gut. So, der ist am Ausruhen. Amelie ist am Reinigen. Ja, komm, mach mal Pause, damit wir in die Kasse nachher. Ja, weil richtig sauber sieht es hier nicht aus, ne? Dafür, dass sie reinigt. Da kann ich es auch selbst machen. Wie im richtigen Leben. Sorry, muss mal kurz. Ach du lieber Herein, wie es hier aussieht. Wie es hier wieder aussieht. So, einmal das noch. Hab ich gerade ist ja sauber gemacht. Jetzt ist doch, das ist doch unglaublich. Guck dir das mal an. Ist der Müll noch voll? Noch nicht, aber fast. Hallo? So. Na, ist gar nicht so einfach, die 5000 hier zu halten. Denn ich muss ja ständig einkaufen. Hat noch gepasst. War knapp, aber hat noch gepasst. So, dann nehmen wir den. Na, erst muss ich jetzt hier runter. Das machen wir jetzt mal zuerst. Ups. Daher, da gehe ich auch. So. Sag dein Spruch, genau. Hepp.
Schon interessant, was mit welchem Wasser er hier arbeitet, ne? Richtig lecker aus. Schnappst du auch noch mehr? Ne. Ist ja echt lustig, ne? So, fehlen noch einige. Da ist noch einer. Hallo? Wir sind die... Ah, jetzt haben wir's. Ja, aber... Okay. Da hat sich auch einer etwas einfallen lassen, ne? Das Krokodil frisst den Müll. So. Boah. Entschuldigung. So, dann nehmen wir die noch mit. Aber hier mit. Ah, siehst du, jetzt geht das auch wieder viel besser. Ja, die Waschhalle aufzuwerten, ist erstmal das, was ich zurückstellen. So, reparieren und Kasse, das ist wichtig. Das bringt, glaube ich, zumindest den meisten Umsatz. Das hier ist sehr fummelig. Aber es bringt 150, das ist ja nicht gerade wenig. Das ist ja rein Gewinn. Ne? Ich muss ja hier nichts kaufen, ich gebe hier kein Geld aus. Und das ist ja gar nicht so von der Hand zu weisen. Ne? Bei den Waren habe ich ja irgendwo nur eine Gewinnspanne. So. Wir haben schon wieder 5000. Ich weiß jetzt nicht, ob das... ja, es ist die Aufgabe. Wenn die Aufgabe erfüllt ist, und dann kann ich erst... Ach nee, ich könnte das theoretisch jetzt schon. Oder ist das das... hier könnte ich auch schon... Hier scheint mir irgendwie etwas zu buggen. Wir machen mal 500 mehr Lagerkapazität. Ich wusste nicht, dass das schon geht. So, Carwash könnte ich theoretisch auch machen. Was bringt es mir? Haltbarkeit der Pumpe. Ja, hält die Pumpe länger. Okay. Ist im Moment noch nicht so ganz wichtig. Ich muss jetzt erstmal wieder Kohle reinschaufeln. Nee, stopp. Ich komme gleich wieder. Mache jetzt die Tanke. Wusch. Los hier. So, reparieren. Oh, Kasse ist schon wieder durch.
So, dann rennen wir einmal kurz hier durch. Die Hände Sauerei machen. Ach du. Entschuldigung, das ging jetzt fix. Hey, lieber Mann. Ach, jetzt kommt er auch noch. So, Moment, lass mir mal einen Müllsack hier liegen. Ich habe im Moment nichts zum Werfen, wenn der gute Dennis kommt. Dann muss ich ja gleich wieder Rudi auspacken. Stopp. So, kleinen Moment. Ich muss mal ganz kurz die Amelie wieder aktivieren. Was die in Kohle bekommen. Aufgabe. Bediene die Kasse natürlich. So, der ist am Ausruhen. Der ist noch am Reparieren. Okay. Da kann sich Jan und Amelie abwechseln. Ich noch Hüte? Ja. Wow, genau, ganz schön viel rein. Habe ich nur einen Hutständer? Dachte ich jetzt, ja, ich habe zwei. Oh, guck mal, die ist komplett leer. Ich muss jetzt gleich mal hier. Boah, wie sieht's hier aus? Da sieht's aus. Wurde Spar. Müsste auch noch mal gestrichen werden, aber sobald ich die Werkstatt jetzt die Tankstelle jetzt wieder upgrade. Och, sag mal, so viel kann man doch gar nicht Dreck machen. Das gibt's ja nicht. Jetzt aber ganz schön übertrieben hier. Fege ich zweimal durch und dann ist direkt der Dreck wieder da. Was ist denn das? Okay, war Sandsturm. Muss ich gleich mal gucken, ob ich hier einen Rudi-Einsatz brauche. Wie sieht es da oben aus? Reparieren. So, muss ich mal gucken, ob er mal irgendwo einen Sandhaufen hinterlassen hat. Ne, sieht nicht so aus. Boah, guck mal her. Bless all. Spiegel haben wir auch noch ein paar. Jawohl. Da haben wir Überschuss. Da haben wir auch Überschuss. Wow. Gut versorgt, aber es geht ja noch weiter.
Batterien haben wir sehr wenig, ja. Da müssen wir dann doch irgendwann mal doch irgendwo einen Sandhaufen, weil er alle hier rumhupt. Ja, hier ist er noch. Ich wusste es doch. So, okay, da muss ich ganz schnell Rudi abholen. Steht er überhaupt? Steht er auf seinem Platz? Oh Gott, haben wir da noch Sprit drin? Ah ne, der steht da hinten. Ich könnte sie jetzt, ich hätte ihn zurückrufen können. Oh Gott, hier habe ich ja noch einen. Die 150 nehmen wir noch mit. Ah, Werkstatt ist schon wieder leer. Unbesetzt. Na, hopp. So. Keine. So, Rudi steht da hinten. Was ist hier? Ach so, ich soll dem das Geld zurückgeben, ja. Da steht Rudi. Haben wir jetzt noch Sprit drin? Nicht mehr so besonders viel. Okay. Ah. Mal ganz schnell. Ganz schnell. Okay, das an. Angestellte. Jan. Jan habe ich gesagt für die Werkstatt. Ne, Jan ist für die Kasse. Juan ist für die Werkstatt. Erstmal alle bezahlen. Sprechen. Aufgabenliste. Autos reparieren. Zack. Kasse haben wir noch. Jawohl. So, bevor ich jetzt mit dem Ding hier liegen bleibe, machen wir den erstmal voll. Dann den. Den dann nochmal voll. Kraftstoffstatus ist schon wieder niedrig. Eieiei. Reicht das noch für die drei? Ach nee, 39. Ist mein Müllsack. Ich höre dich. Ach guck mal, der rennt sogar hier durch. Wo ist er hin? Hat sein Blödsinn gemacht. Ein Häufchen. Natürlich die Wand, die ich eben frisch angemalt habe. Boah, wie es hier aussieht. Wo war ich stehen geblieben? Ich wollte tanken.
Nein. Wie kein Eis mehr da. Awesome. Nicht so ganz bei der Sache, der Opa. Oh, 30 Minuten. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich fülle noch ganz schnell die Eistruhe. Und bis zum nächsten Mal. Euer Opa Gamer. Ciao.